darf alle Medienvertreter wieder herzlich bei uns begrüßen und am Podium begrüßen. Darf ich unseren Cheftrainer Didi Kübauer und ein neues Gesicht, einen unserer Neuzugänge, herzlich willkommen beim LASK, Philipp Ziereis. Ja, Didi, wir beginnen mit dir. Es geht heute wieder los. Am Nachmittag steigt dann das erste Mannschaftstraining nach den Leistungstests in den vergangenen Tagen. Worauf wird denn in der Sommervorbereitung bis zum Start Mitte Juli der Schwerpunkt gelegt werden? Das ist ganz klar eigentlich, wie jedes Jahr ist so, dass man jetzt einmal Bestandsaufnahme macht, dass man natürlich Dinge, wo schon mal jetzt Urlaub gehabt, zu Recht Urlaub gehabt und die ersten Wochen oder die ersten zwei Wochen wird so sein, dass man sicher im körperlichen Bereich noch arbeitet und danach geht man schon in die Arbeit, dass man dann eben eine gute Mannschaft am Platz bringt, sprich, dass wir unseren Fußball spielen, den wir dieses Jahr vorhaben und der soll gut sein. Aber das Wichtige wird sein, dass die Jungs erholt sind und dass sie mit Freude wieder am Platz gehen. Und ich glaube, da bin ich überzeugt, dass sie das auch sind. Ja, und das erste Mal passiert dann gleich heute Nachmittag. Da geht es erstmals raus auf den Platz. Sprechen wir noch kurz über das Personal. Neu mit dabei natürlich unsere drei Neuzugänge, Philipp Stojkovic, Nemanja Celic und eben Philipp Ziereis. Und Thomas Sabitzer, der ist ja auch wieder mit dabei. Er kam von der Leihe zur WSG-Retour. Wie sieht es mit den Spielern aus, die Stand heute noch nicht mit im Mannschaftstraining sind? Ja, da hat sich eigentlich wenig verändert. Der Philipp Zwaschik ist natürlich noch nach wie vor ein bisschen lädiert, aber es wird besser. Also ich denke doch, dass der in den nächsten ein, zwei Wochen einsteigen kann mit der Mannschaft, was natürlich sehr gut wäre. Philipp Wiesinger ist auch so, dass er im Wort noch ein bisschen braucht, aber trotz allem, glaube ich, auch in den nächsten ein, zwei Wochen bei uns einsteigen kann wieder. Hussein Balic hat sich beim letzten Spiel leider eine Muskelverletzung zugezogen. Das wird noch einige Wochen dauern. Ja, ist leider so. Marco ist krank, muss man sagen. Letal ist ganz klar, hat eine Kreuzbandverletzung und selten, dass da einer wieder schnellstmöglich an Bord kommt, aber ich hätte nichts dagegen. Hunge hat Asien Cup gespielt, sind jetzt ausgeschieden und hat natürlich einen verlängerten Urlaub, was ganz klar ist, weil ich denke, auch er braucht einen Urlaub. Und Tobi, hast du glaube ich vergessen, hat einen Darmvirus gehabt und ist auch so, dass er diese Woche noch nicht einsteigt. Genau, aber sonst sind eigentlich wichtige wird sein, das sind auch wichtige Spieler, aber die kommen zurück. Wichtige wird sein, die da sind, dass man mit denen jetzt gut arbeiten kann. Und einer, der auf jeden Fall da ist, danke Didi, ist unser Neuzugang Philipp Ziereis. Philipp, noch einmal, wie gesagt, herzlich willkommen bei den Schwarz-Weißen. Jetzt sehen wir uns, genau. Nach 9 Jahren bei St. Pauli, jetzt also der LASK. Heute Vormittag hast du dann deine neuen Teamkollegen erstmals kennengelernt. Wie ist denn dein erster Eindruck vom Verein und natürlich konkret von der Mannschaft? Ja, die Jungs haben mich ganz gut aufgenommen. Glaube ich, sehr lockerer Haufen. Es sollte nicht allzu schwer sein, sie da zu integrieren. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, deswegen ist es eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Und ja, ich freue mich auf die neue Aufgabe. Perfekt, danke Philipp. Damit kommen wir schon zu den Fragen der Medienvertreter. Wer möchte beginnen? Herbert Eichinger, Kronenzeitung, bitte kurz aufs Mikro warten. Didi, bist du bisher mit der Transferzeit zufrieden? Siehst du Bedarf auf gewissen Positionen, wo unbedingt noch nachgerüstet werden muss? Ja, natürlich, wenn ein Trainer sagt, er ist zufrieden, dann liegt er. Also es ist sicher so, dass man natürlich noch an Leuten interessiert sind, wo man sagen, die uns verstärken. Ich denke, das war jetzt schon eine gute Mannschaft, aber ich glaube, dass es doch noch zu wenig ist, wenn man in dieser Saison vorne dabei sein will, beziehungsweise wenn man eine gute Saison spielen will. Und ich glaube, wir sind noch am Arbeiten daran, dass wir den einen oder anderen Spiel noch bekommen. Und ich bin guter Dinge, dass es auch passieren wird. Weitere Fragen? Machen wir zuerst Herbert Thumann, Upper League Portal. Und beim Philipp Wann, willkommen hier in Linz. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit das für dich jetzt da auch eine Kulturveränderung ist. Wer das Milan-Tor kennt und die Atmosphäre da, die kann man ja nicht beschreiben, die muss man erleben. Was hat für dich jetzt den Ausschlag gegeben, hierher zu kommen? Gab es da Kontakte vielleicht auch zum Peter Filipovic oder was war das Motiv? Wie kam der Kontakt zustande? Erstmal ist die Anfrage gekommen, da informiert man sich natürlich, ich bin ja gebürtiger Bayer und in Regensburg aufgewachsen, deswegen sollte ich mit der Sprache und der Kultur weniger Probleme haben. Es ist ja für mich fast heimatnäher als Hamburg, ich war zwar jetzt lang weit im hohen Norden, aber ich schätze mal, kulturtechnisch wird es ganz leicht für mich. Und ja, das Gesamtpaket war einfach ausschlaggebend, erstmal die Gespräche mit den Verantwortlichen. Es war auch Zeit für mich und meine Familie mal wieder was anderes zu sehen, nach 9 Jahren in Hamburg. Und die Nähe zur Heimat war natürlich ein absoluter Faktor. Ich bin jetzt Vater seit 5 Monaten und ich freue mich einfach auf die Aufgabe, ein neues Land zu sehen, eine neue Liga mal wieder kennenzulernen und hoffe, dass wir dieses Jahr einfach angreifen können. Eine Nachfrage, hast du dem Jackson Irvine schon gratuliert mit Australien?
zu erleben sein? Nee, ich glaube, der ist jetzt noch unterwegs und viel im Flieger, aber das werde ich sicherlich machen. Hat er sich absolut verdient. Ich glaube, er hat ja starke Leistungen gezeigt, deswegen ja, freut es mich viel. Gut, nächste Frage, Günther Mayhofer, Oberösterreichische Nachrichten. Bitte kurz noch das Mikro retour reichen. Vielen Dank. Didi, der Kader ist groß. Was ist für dich eine Zielvorstellung? Wie viele Leute kann man brauchen, damit man wirklich zielgerichtet arbeiten kann? Ja, grundsätzlich sagt man, dass man auf jeder Position doppelt besetzt sein sollte, denke ich mal. Ja. Plus junge Spieler dann und die Torhüter, die lasse ich da weg eigentlich. Ja, ist es so, dass man mit zwischen 22 und 25 Spielern, glaube ich, muss es eigentlich oder sollte es funktionieren. Und ich glaube, dass wir da das anstreben und ich bin überzeugt, dass auch umgesetzt wird. Weitere Fragen? Herbert Eichinger, bitte aufs Mikro warten, das kommt nach vorne. Genau, bitte das Mikro zu handeln. Es gibt Gerüchte, dass es eine zweite Trainingsgruppe geben soll für Spieler, die für die Profis nicht mehr gedacht sind, um sie fit zu halten. Stimmt das? Das ist definitiv nur Gerücht, weil das hier jetzt gerade das erste Mal von dir. Also ich habe das wirklich noch nicht gehört und deshalb bin ich jetzt überrascht, dass ich das da erfahren muss. Aber ich bin ja nur Trainer, also wie gesagt, vielleicht weißt du mehr. Ja, aber wie viele sind es jetzt insgesamt? Wie viele Spieler, die heute am Nachmittag dann gemeinsam trainieren? Wir haben im Moment aufgrund der Verletzungen, das darf man nicht vergessen, diese Spieler muss man ja wohl dazuzählen. Es ist so, dass wir im Moment keine 20 Spieler haben, aber wir holen Spieler von der zweiten Mannschaft drauf. Und dadurch ist es schon, dass man mit 20 Spielern nicht mehr trainiert. Und das können wir da auffüllen, aber wir wären jetzt in der Situation, haben wir 17 Spieler. Genau, gibt es weitere Fragen? Herbert Pummern nochmal, bitte das Mikro rübergeben. Das ist jetzt neu in der Saison. Ja, jetzt erstmal, gut, es war die Pause, ein vorläufiges Vorbereitungsprogramm rausgegeben, also mit den drei fixierten Testspielen. Was ist an Trainingslager geplant und kann man schon was sagen über weitere Testspiele? Ich glaube, der Plan steht schon fest. Also, wir haben nicht nur drei Testspiele, sondern fünf Testspiele. Und wir werden kein Trainingslager machen. Ich denke, das hat auch hier die Gegebenheiten ganz gut sein. Also, der Platz ist wunderbar zum Trainieren. Und ich denke, die Spieler fühlen sich wohl. Wir können auch hier gut essen. Also, ich denke, da muss man unbedingt wohin fahren. Natürlich kann es vielleicht, in diesem Jahr ist es nicht, aber vielleicht passiert es nächstes Jahr, wenn ich noch da bin. Aber ich glaube, wichtig wird sein, dass wir eine gute Energie haben, dass wir uns da am Platz gut verstehen. Dann ist es ganz gleich, wo wir trainieren. Dennis Pankowski, ORF, bitte kurz das Mikro retour. Danke sehr. Didi, du hast gesagt, ein Trainer ist nie zufrieden mit dem, was man hat oder dass man noch was dazu bekommt. Auf welcher Position würdest du dir noch Verstärkung wünschen in deinem Kader? Nein, ich kenne nur einen Trainer, der zufrieden ist, und der ist nicht zufrieden, ist der gute Ola. Und der kriegt ja, glaube ich, auch immer Spieler, wo ich sage, die kosten auch ein bisschen mehr wie einen Euro, würde ich sagen. Aber natürlich, es ist so, dadurch, das vielleicht heuer wegfällt, dass wir nicht diese Belastung haben, ist es so, dass man das ein bisschen einfacher ist, würde ich jetzt einmal sagen. Ich meine, ich hoffe, dass wir nicht ihr. Aber grundsätzlich ist es sicher so, dass wir vorne definitiv noch was suchen, ist ganz klar. Also ich glaube, da müssen wir uns verstärken. Wobei der Sabi natürlich jetzt eine gute Saison gespielt hat, muss man sagen. Tobias Ansem war verletzt, aber ich glaube, das wäre zu viel Druck für die zwei Burschen. Aber ich denke, dass sie durchaus ihre Fähigkeiten haben, aber trotzdem sind wir da sicher noch am Suchen. Kann man Nachfrage kurz auf die Qualitäten von Marco Ragos, die unbestritten sind, bauen, weil wir kennen natürlich auch die ja, fast schon unendliche Verletzungs- oder angeschlagene Geschichte von Marco. Ja, natürlich. Marco Ragos ist ein unglaublich guter Fußballspieler, aber er ist im Moment noch verletzt, beziehungsweise jetzt ist er krank. Und dadurch ist es so, wir müssen schon schauen, dass wir dann in die Saison starten. Und ich würde es gerne mit Marco machen, natürlich, wenn er fit wäre. Aber andererseits, wenn er nicht fit wäre, ist es so, dass wir dann das Problem haben. Wir brauchen schon einen Stürmer, der uns hilft, sofort. Ganz kurz noch, Alex Schlager, hat es die Gerüchte gegen Abgang Richtung Salzburg, was ist da dran oder was weißt du von dieser Geschichte? Nix. Wieso ist eigentlich der Sportdirektor nicht da? Ja, weil heute Trainingsauftrag zu BK ist, da hatten wir gestern letztes Jahr dasselbe Podium, aber man kann sicherlich Gespräche auch mit dem Sportdirektor führen, das können wir noch einhängen.
Günther Meierhofer, die nächste Frage bitte. Philipp, seit wann bist du da in Oberösterreich? Was hast du schon gesehen? Und Anschlussfrage, was ist dein Anspruch? Einfach zum Performen und ja, unsere Ziele dann zum Erreichen. Weitere Fragen? Nochmal Herbert Pohmann. Die Idee, es gibt eine Kooperation mit Amstetten. Ist das die ideale Bühne für deine jungen Spieler, dass sie sie präsentieren können? Ich denke doch, dass es besser ist, wenn sie in der zweiten Bundesliga spielen können, wo sie wahrscheinlich eher spielen und wo sie auf ihre Spielzeiten kommen. Das ist schon sehr, sehr wichtig, dass junge Spieler Spielzeit bekommen und Minuten bekommen. Es nutzt nichts, wenn ein Spieler hier mittrainiert und dann eigentlich nur die Garbage Time kriegt. Das ist ja nichts. Also ich glaube schon, dass man da auf die Spieler schauen muss, auf junge Spieler. Und das heißt nicht für die Zukunft, dass der Spieler dann uns verloren geht, sondern im Gegenteil. Dieser Spieler, wenn er dort viele Spiele macht, dann wird er auch für uns sehr interessant werden. Und das ist, du könntest sie zurückholen. Ja, natürlich. Also wenn sie das gut machen, besteht immer die Möglichkeit, sie zurückzuholen. Und das ist auch das Ziel. Gut, Herbert Pumann, APO Ligaportal, bitte aufs Mikro warten. Das geht nochmal nach vorn. Philipp, was weißt du schon von der österreichischen Bundesliga? Oder was weißt du über den, hast du über den Lars vorher gewusst? Gab es da schon einen Austausch mal mit dem Guido Burgstaller? Ja, ich bin sehr gut mit Guido, deswegen habe ich da schon mal die eine oder andere Frage gestellt. Michi Gregoritsch war ja auch bei mir mit St. Pauli im ersten Jahr, deswegen habe ich schon natürlich ein bisschen nachgefragt. Ich würde jetzt aber lügen, wenn ich sage, ich bin Experte für die österreichische Liga, aber was ich vorher schon gesagt habe, ich freue mich einfach darauf, das kennenzulernen. Nach 10 Jahren der zweiten Liga, ich glaube, ich brauche mal auch mal so eine Veränderung und muss mal wieder was Neues sehen und das war der perfekte Schritt jetzt für mich. Kommt der Guido Burgstaller auch in die Bundesliga? Hierher? Das weiß ich nicht genau, aber für mich persönlich wäre es natürlich cool, gegen ihn zu spielen. Ich glaube, für unsere Konkurrenten, oder sagen wir mal so, für uns wäre es schlecht, weil er sicherlich seine Qualitäten hat, aber ja, wir werden sehen. Gut, weitere Fragen? Dann Herbert, bitte einmal noch. Genau. Didi, wie schaut die Kooperation mit den LASK-Amateuren aus? Hast du da gewisse Spieler, die unten spielen dürfen oder draufholen? Wie funktioniert das? Das ist, ich habe jetzt gestern mit dem Trainer gesprochen und es ist sogar so, dass die Spieler ihre Fähigkeiten zeigen können und wenn es ein Bursch gut macht, ist es ganz klar, dass er bei uns oben mittrainieren kann. Aber in erster Linie ist es immer wichtig, das sind nämlich, ist ein sehr junger Baujahr sind die Burschen. Und ich glaube, da war es vermessen, wenn man sagen würde, da kommt ein Vierer oder Fünfer, kann da schon raufkommen. Aber natürlich, wenn einer wirklich so überragend ist, werden wir sich nicht sträuben dagegen, dass wir ihn nach oben holen. Aber die Kommunikation ist auf jeden Fall da. Nachfrage, gibt es da dann eine Möglichkeit, zum Beispiel für letzte Spiele, die zurückkommen, dass die bei den Amateuren zum Einsatz kommen, vom Kader, vom LASK? Naja, es ist so, im Prinzip ist es schon, die Möglichkeit wäre, glaube ich, gegeben. Und, aber es ist immer so, ein Spieler, das sage ich auch jedes Mal, wenn ein Spieler unten spielen würde, dann ist es so, da muss er alles dafür tun, dass er den Burschen hilft. Ja. Aber das ist jetzt noch Zukunftsmusik. Ich muss mal sagen, mir ist wichtiger, dass wir jetzt mal den Philipp da integrieren. Ich meine, kulturell hat er ja anscheinend ein bisschen ein Problem. Deshalb versuchen wir, im Kulturellen reinzubringen. Und deshalb ist mir das jetzt wichtiger. Gibt es ein ganz konkretes Ziel, das du dir gesetzt hast und du und die Mannschaft? Grundsätzlich sind die Ziele immer nur gemeinsam. Ich denke, das war jetzt schlecht, wenn ich da von mir spreche. Ich benötige die Mannschaft und wir müssen als Team agieren. Das ist, glaube ich, im heutigen Mannschaftssport das Allerwichtigste. Es nutzt nichts, wenn ich da irgendwas vorgebe und die Jungs können das nicht umsetzen, beziehungsweise wir machen es dann nicht gut. Also ich denke, mit der Mannschaft gemeinsam haben wir Ziele. Ja, die werden wir jetzt da jetzt noch nicht definieren. Das wird einmal intern einmal besprochen werden, weil es ist erst das erste Training, was ich jetzt mit der Mannschaft führe. Aber es ist schon wichtig, damit wir da eine klare Kommunikation haben, was wir eigentlich in diesem Jahr schaffen wollen. Gut, weitere Fragen? Dann bitte kurz das Mikro rüber. Didi, was war der Grund, dass dir dein Co-Trainer René Gattler abhanden gekommen ist? Der Grund war der, dass ich eigentlich von Haus aus gesagt habe, dass wir schon 2 Assistenztrainer und ich wollte einen Reha-Trainer haben und dadurch ist es so, dass wir der René, den habe ich dann im Prinzip gesagt, dass ich mit 2 Assistenztrainern arbeite plus einen Reha-Trainer und das ist der einzige Grund, das hat mit René eigentlich persönlich zu tun gehabt. Und das ist leider so im Spurt, aber das war ganz klar von meiner Seite so kommuniziert, dass ich so in die Saison gehen will.
Weitere Fragen? Nochmal Herbert Pummann, bitte Mikro. Wie stehst du grundsätzlich zum Mentalcoach oder zum Mentalcoaching? Weil das ist ja immer mehr auf dem Vormarsch. Ja, natürlich ist es, glaube ich, im Mannschaftssport ist es ja gang und gäbe, würde ich sagen. Aber im Mannschaftssport ist es so, dass man das nicht pauschal über Mannschaft legen kann. Weil ich denke, es gibt Spieler, die das einfach nicht nutzen wollen, der einfach an das nicht glaubt. Und es war schlimm, wenn ich einem Spieler sage, er muss zu einem Mentalcoach gehen, sondern ich glaube, das muss von Spieler selber kommen. Und oftmals haben Spieler dann außerhalb des Fußballs haben sie einen Mentalcoach. Und ich bin der Letzte, der das verhindern würde oder sagen würde, Burschen, glaubt an mich. Ich bin zu gesund ans Trainerteam, aber ein Mentalcoach kann ihn natürlich in eine gute Richtung bringen, aber ich werde es jetzt nicht sagen, wenn er es nicht will, muss er es bei mir nicht tun. Das ist für mich immer so individuell und es gibt genügend Spieler, die das schon nutzen. Wie siehst du es, Philipp? Kann ich es unterschreiben. Wir hatten bei St. Pauli auch jemanden, wir haben aber jetzt nichts als Gruppe gemacht, weil diese Gruppendinger kennt eigentlich jeder. Dann sitzt nach 5 Minuten da und denkst dir, was machen wir hier eigentlich? Also das ist eine sehr individuelle Geschichte. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Mir hat es auch sehr, sehr viel gebracht, auch gerade nach meiner Verletzung. Und da hat ja jeder individuell einfach Themen, die er vielleicht jetzt nicht in der Gruppe besprechen will, sondern dann mit einer Vertrauensperson und dann ist das schon ganz wichtig. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Ich verstehe aber auch, wenn jemand das nicht machen will. Also das ist, wie der Trainer gesagt hat, wirklich eine sehr individuelle Geschichte. Gut. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte aber gebraucht. Gut, gibt es noch eine Abschlussfrage eventuell? Ansonsten sage ich vielen Dank. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann noch kurz eben der Hinweis, es war kurz ja schon Thema auf den Testspielfahrplan unserer Schwarz-Weißen. Los geht's ja da schon diesen Samstag um 17 Uhr und zwar in der Enns Arena. Der LASK trifft da im Rahmen des 90-Jahr-Jubiläums auf den Enser Sportclub. Die weiteren Testspieltermine, die stehen schon alle, die gibt es dann alle auf www.lask.at zu finden. Und das große Highlight, das ist natürlich der Saison-Kickoff gegen den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Dieses Spiel, das steigt dann am Samstag, den 9. Juli, hier in der Raiffeisen Arena Pasching. Und Tickets, die gibt es online unter shop.lask.at sowie in der LASK-Geschäftsstelle und im Hypo-LASK-Corner auf der Mozartkreuzung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein und wir starten dann rein ins erste Mannschaftstraining.